wir haben heute den Tag. Den Tag haben wir jetzt. Nummer 4. Oder 3. Dritten Badetag. Heute ist Donnerstag, oder? Ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Nein, es ist der dritte Badetag heute. Ersten und zweiten Mal bin ich mitgefilmt. Ich habe mir gedacht, das nutzen wir für uns. Wir waren ja so super traurig, weil unser Lokal, unser Lieblingsrestaurant zugesperrt hat. Deswegen waren wir voll im Stress, dass sie immer jedes Mal zum Mittag und zu Abend was Neues suchen müssen. Weil dort gab es wirklich alles, oder? Diese frittierten Meeresfrüchte, dann super Pizza und super Spaghetti und andere Gerichte. Nein? Ja, Kebab. Gott sei Dank haben wir einen guten Kebabstand gefunden. Ein Kebabstand, ein Kebabrestaurant. Ja. Ja, wir frühstücken mal. Beziehungsweise die Kinder, weil wir haben hier keinen Hunger. So. Aber ich muss nicht beide. Ich habe deine Ohren einschmiert. Oder beide, die wollen die. So, wir sind jetzt startklar, aber schaut euch mal. Nicht einfach von der Kindertorte nehmen. Warum zur Hölle haben wir so viel? Wie kann es von weit sehen? Wie können wir nicht verlieren? Siehst du, der mit den fetten Einhorn, der ist der Papa. So, wir brauchen das Planschbecken. Ja, Schwimmreifen. Vielleicht brauchen wir das. Ich hab mich eingeschmiert. Papa, ich werde wenig knallen. Die Lisa stimmt damit nicht einmal. Doch, Patrick. Aber wieso haben wir zwei Sessel? Ja. So, meine Lieben, wir haben es jetzt auch zum Strand geschafft. Wir haben uns aufgebaut hier. Die Mädels spielen da gerade mit dem Einhorn. Unsere Schirme, unser Einhorn, unsere zwei Sessel. Was ist denn? Lisa meckert rum. Die Lisa ist müde. Die Lara hat sich gestern geschnitten, hier unten, gell, Lara? Und deswegen mag die Lara heute noch nicht ins Wasser. Vielleicht später, okay? Ich kann dich dann tragen, okay? Ja? Nein, danke, ich kann auch schwimmen. Du kannst doch schwimmen? Ja, und ich mag niemanden. Lara, ich kann dich tragen über die Steine und dann lasse ich dich los, wenn du dann schwimmen kannst, okay? Damit du nicht über die Steine gehen musst, weißt du, deswegen. Ja? Nope. Ich pass eh dann auf, Mama. Okay, Baby. Magst du jetzt ins Wasser? Oder ein bisschen später? Später. Gestern ist die Lara auch erst ein bisschen später ins Wasser gegangen. Es ist ihr am Anfang noch ein bisschen zu kühl, auch wenn es jetzt schon 10:30 ist, ist ihr das noch nicht so ganz geheuer, die Temperatur. Und mir ehrlich gesagt auch nicht. Also so. So, Lara, wir gehen dann später, wenn es wärmer wird, oder? Also die Lisa muss jetzt bald ihr Mittagsschläfchen machen und ja, hoffe, dass sie bald einschläft. Die Katze ist wieder da. Yeah. Ja. Sehr gut. Lara, komm her. Was magst du? Ich mag das kleine Einhorn. Das kleine Einhorn? Ja. Der Papa hat uns jetzt gerade Granite geholt. Wer ist denn auf Deutsch? Ist das ein neues Kind? Ist das dein Kind? Ich kann mein Glück kaum fassen. Alle schlafen. Ich kann einfach chillen. Papa und Patrick holen gerade Essen. Leise reden. Wenn sie meine Stimme hören. Dachten sie auch. Dein Papa und Patrick tun gerade Essen und ich kann ein bisschen entspannen und nichts tun. Wow. Es hängt kein Kind an mir. Es erzählt mir keiner irgendwas. Oh mein Gott. Gönnen. Können alle hin? Ja. Wir können alles aufessen. Nichts vergeht, ihr habt es vergessen. Sollen wir sie aufwecken?
Katze. Auf der Katze? Sie meint damit die Einhorn. Nehmen wir die Katze mit? Ja? Gehen wir? Und setzen wir die Kappe auf? Ja? Sehr gut, Lisa ist wieder happy. Na komm. Nehmen wir die Katze? Ja. 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 Papa, wir sind wieder da. Ja, Papa. Ihr habt Muscheln gefunden. Die Luisa hat selber gesagt, sie will auf der Katze daher. Mama, wenn man ganz nach unten taucht? Ohne Hose. Wie ohne Hose? Wenn man ganz nach unten taucht, dann kann man den Sand sehen und andere Dinge auch. Der Papa hat jetzt die Luisa. Könnt ihr das sehen? Ich nehme sie wieder mit, oder? Kann man dabei Kaffee holen? Ja. Gehst du mit raus? Gehst du mit raus? Patrick? Willst du die Matratze haben? Michelle, willst du die Matratze haben? Willst du die Matratze haben? Komm ich hoch. Okay. Hi, Wave. Mama, ist dir was am Papa aufgefallen? Nö. Sie meint die zwei Kappen. Sie meint die zwei Kappen. Papa, heute ist unser Hochzeitstag. Ja. Das ist ein Kaffee. Ein Cappuccino. Ein Hochzeitstag-Kaffee. Today is Kaffeetag. 16 Jahre war. Wow. Das ist. Noch 2 Jahre, dann bin ich genauso viel verheiratet, also die Hälfte meines Lebens schon mit dir zusammen. Stehst du dir mal vor, Papa? Ja. Wir haben wieder so ein logistisches Transportproblem. Wir schauen sicher wie Idioten aus, wenn wir da vorbeigehen. Gehen wir so lang. Alle lachen uns aus, Papa. Toll. Hallo, ihr Lieben. So, wir sind jetzt alle fertig geduscht und angezogen. Hier ist der Rest der Familie. Im Kinderwagen sitzen wieder alle beide Mädels. Geht's dir, Michelle? Gut. Bist du müde? Ich hab schon geschlafen, ich bin Hunger. Also die Michelle hat ja Mittagsschläfchen gemacht. Ja, jetzt gehen wir noch mal kurz zum Supermarkt und holen uns was zu trinken, weil wir haben zu Hause kein Wasser mehr. Und ich sag's euch, meine Stelle hier oben, mein kreisrunder Haarausfall, der tut so sau weh. Ich weiß auch nicht. Ich habe heute wieder dieses Haarband getragen und das hat in der Mitte so eine Rundung, die drückt voll stark drauf und es schmerzt. Mach die mal auf 2 verteilt, oder? Geht hier das? Die Dose geht hier, oder? Und was ist das? Gibt es hier eine Toilette? Da, Toilette. Komm, ich gebe mit Michelle schnell auf Toilette. Schaut mal, wir fahren mit der Rikscha. Ich beleuchte uns gerade mit dem Handy. Die Fresse. Aber ist auch voll gut, wenn es regnet. Die Michelle, Beststelle. Ja. Habt ihr Spaß? Aber zwei kleine Hallo, Mädel. Ist auch voll gut. Wir sind auch da ganz lange fahren. Und das ist immer frisch. Und das regnet. Ja, sehr gut. Wir schauen uns jetzt mal die Station an. Wie immer. Luisa macht alles nach. Ich trete mal nicht, weil... Mama Schuhe. Kusa. Ja, ich hab die Schlapfen dabei, ich verliere die. Rikscha fahren macht natürlich hungrig. Deswegen gibt es ein Döner für uns. Kebab, sagen wir halt. Ist lecker, Babe? Hm? Ja? Mama! Magst du Wasser?
Das ist für die Lara. Wow. Mama. Da. Das sieht wie Schulessen aus. Welches meine? Was hast du denn auch, Kebab? Ja. Bist du müde? Ja. Wir machen jetzt noch ein bisschen durch. Gehen wir in die Disco. Disco? Ich kann ein bisschen Musik auf YouTube spielen. Party machen mit über 30. Okay, es wird peinlich. Gute Nacht.